Sie willkommen. Hi. Da müssen wir gleich über was Authentisches, Bayerisches reden. Ja. Du hast hier gewohnt. Genau, ich habe hier gewohnt, von 2000 bis 2005. Und weil ich vorher gesagt habe, nicht verbiegen, authentisch sein, das fällt einem ja wahrscheinlich am Anfang der Karriere gar nicht so einfach, oder? Das stimmt. Also erstmal denkt man sich nicht viel und dann merkt man, wie das alles so funktioniert. Und dann gibt es ja auch mal schlechte Tage zwischendrin, in dem alles nicht so leicht geht. Und da kann man sich, glaube ich, schon ein bisschen verirren da drin. Aber deswegen muss man immer sich treu bleiben und vor allen Dingen die Musik machen, die man machen möchte. Das ist wichtig. Jetzt hast du das neue Album Sternenschwimmer. Wenn wir auch darüber reden, das ist, weil ich es gerade eben gesagt habe in der Anmoderation, du hast ein eigenes Label, hast dich im Prinzip dein musikalisches Schicksal selbst in die Hand genommen. Ja, bereust du es? Also, das war jetzt doch zu viel Arbeit? Nein, das bereue ich überhaupt nicht. Das war für mich genau der richtige Schritt, weil ich einfach mit 14 meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben hat, wie man gesehen hat. Mhm. Und Küss mich, halt mich, lieb mich hat mich geprägt und diesen Weg geprägt und ganz viel ermöglicht. Und jetzt bin ich, glaube ich, so ein bisschen in einer neuen Phase, in einer neuen Qualität für mich angekommen. Mir war es wichtig, selbstbestimmt über meine Texte zu entscheiden und auch über meine musikalische Rezeptur. Mhm. Und im Grunde gibt es gar keine Grenzen für mich. Was da eine Reise dazu beigetragen hat, reden wir vielleicht gleich, hören aber kurz rein in den Titelcut, also in den Titelsong des neuen Albums. Es fühlt sich sowas von gut an, so unendlich leicht. Neues Glück, neue Träume, neue Wirklichkeit. Auf die Wunder des Lebens. Erleidlich. Sternschwimmer. Was hat die Reise nach Asien damit zu tun? Das Album ist tatsächlich eine Essenz aus einer großen Reise, die ich gemacht habe und einer Reise, die wir alle, glaube ich, kollektiv die letzten zwei Jahre durch die Pandemie durchgemacht haben. Mhm. Und ich habe mir eine große Reise ermöglicht und die nach Asien 2020, war 44 Tage dort. Und ich habe mehrere Kapitel mir vorgenommen. Ich wollte in die Ayurveda-Kur, um zu entgiften. Genau, das war gerade in Nepal, im Himalaya, in Annapurna-Gebiet. Ich war noch nie vorher im Berg und das war eine ganz spannende Erfahrung. Und natürlich wollte ich Kraftorte im Himalaya aufsuchen. Mhm. Auch ein bisschen, natürlich hatte das so ein bisschen eine spirituelle Komponente, wer nach Asien geht. Und das habe ich ganz alleine gemacht. Ich glaube, der sucht schon irgendwie so ein bisschen nach etwas Neuem und etwas mehr. Und das habe ich schon gefunden. Das Spannende ist ja, selbst wenn du es da findest, wie kannst du das hier mit hernehmen und es dann bewahren? Das ganz Praktische, was ich mitgenommen habe aus der Reise, war, dass ich mir bewusst geworden bin darüber, wie verschwenderisch ich im Grunde mit vielen Dingen umgegangen bin, sei es mit Klamotten oder ja, ganz vielen anderen Sachen, was ich mir so ermöglicht hatte und geleistet habe. Und da habe ich anders drauf geschaut, nachdem ich Asien gesehen habe. Und ich habe mich dann entschieden, eindeutig nur noch Naturkosmetik zu benutzen und auszumisten, nur noch das zu bewahren, was wirklich Qualität hat. Weil ich glaube, dass wir alle, das war der Eindruck, den ich in Asien hatte, ich bin nicht nur Kraftorten begegnet, sondern ich bin auch vor allen Dingen auch vermüllten Plätzen begegnet. Und ich denke, das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen und mich so alarmiert. Ja. Und wenn man dann auch noch dazu weiß, dass der Müll zum Teil auch von uns kommt, der dann exportiert wird und dann irgendwie in den Meeren landet. Genau. Schlimme Geschichte. Sternschwimmer. Ella Endlich. Neues Album, jetzt schon in die Charts eingestiegen, seit einer Woche erst draußen. Genau. Also herzlichen Glückwunsch, ja, ganz tolle schön. Sache. Weiterhin viel Erfolg bei der Karriere und bis ein andermal wieder hier in der Abendschau. Danke, ich freue mich. Und jetzt